Shanghai, sondern Peking wird in 306 Tagen die Massen nach China locken. Denn dann beginnen die Olympischen Sommerspiele, zu dessen Programm auch Badminton gehört. Eine der jüngeren olympischen Sportarten, seit 92 dabei. Für die Olympia-Qualifikation müssen zuvor bei verschiedenen Turnieren Punkte gesammelt werden. So auch beim Grand Prix in Saarbrücken, bei dem vor allem Juliane Schenk aus Mülheim für einen Aha-Effekt sorgte. Sie schaffte den Finaleinzug und musste sich gegen eine Gegnerin aus der Badminton-Großmacht China bewähren. Martin Wolf war dabei. Wie Roger Federer alljährlich in Wimbledon. Juliane Schenk gestern nach erstmaligem Einzug in ein Grand Prix-Finale. Dank ihres Erfolgs gegen die Chinesin Yang Yang Shao stand die 24-jährige Mülheimerin nun dort, wo eigentlich alle die fünfmalige Saarbrücken-Siegerin Wei Wenxu erwartet hatten. Immerhin konnte die überraschend im Viertelfinale ausgeschiedene Chinesin mit deutschem Pass ihrer Kollegin noch einen ermutigenden Hinweis mit ins Endspiel gegen eine, Sie haben es erraten, Chinesin geben. Die Konkurrenz ist sehr hoch in China. Und wenn die schlecht spielen, also einmal, zweimal, dreimal schlecht spielen, und dann haben sie, dann kriegen sie vielleicht kein Turnier mehr. Enormer Druck also auch für die 1,78 Meter lange Finalistin Yihan Wang. Mehrere Niederlagen und der Kredit, den sie sich durch Gewinn des Juniorinnen-WM-Titels erarbeitet hat, wäre verspielt. Auf Juliane Schenk dagegen übte gestern allenfalls ihr Physiotherapeut Druck aus. Entsprechend relaxed äußerte sie sich zuversichtlich zum Finale. Gegen die Größeren, ja, ist das vom Spielaufbau ein bisschen anders, aber ich denke, ja, dass ich auf jeden Fall morgen meine Chance nutzen werde. Um die Grundlage dafür zu legen, steuerte die deutsche Nummer 2 schnurstracks ihre Schlafstätte an. Auf schnellstem Weg in den Olympiastützpunkt Saarbrücken und ausgeruht. Hellwach startete sie dann auch ins Finale. Gespielt wird im Badminton wie früher im Tischtennis bis 21 Punkte pro Satz, 2 Siegsätze. Und es lief gut gegen Wang, gegen die sie, die Nummer 15 der Weltrangliste, zuvor noch nie angetreten war. Kurz darauf stand es 21 zu 16. Der erste Satz ging an Juliane Schenk. Doch dann die Zeit der 19-Jährigen aus Shanghai. Schnell davongezogen auf 9 zu 3 im zweiten. Geschickt unterband sie es nun, Juliane Schenk das Spiel weiterhin übers Hinterfeld aufbauen zu lassen. 1200 Badminton-Fans in der Saarlandhalle nun doch reichlich konsterniert. Satz 2 eindeutig von Wang dominiert. Dazu kamen nun auch viele leichte Fehler Schenks, die der Bundeswehr Sportfördergruppe Köln angegliedert ist. So ging der zweite Satz recht unspektakulär mit 21 zu 10 an Wang. Und zunächst machte es im entscheidenden dritten Satz auch nicht den Anschein, als solle sich an den Kräfteverhältnissen noch etwas ändern. Wang zog bis auf 16 zu 10 davon. Dann aber erwachte noch einmal unbändiger Kampfgeist in Juliane Schenk. 13 zu 16. Sie spielte nun wieder geduldiger, fand wieder den perfekten Mix zwischen kurzen und langen Bällen. Das Finale nun richtig packend. Bei 16 zu 17 die Chance auf den Ausgleich. Und tatsächlich, 17 zu 17, alles wieder offen, dank dieses mit Absicht als Netzroller gespielten geschnittenen Balles. Und jetzt der Punkt, der das Finale entscheiden sollte. Alles gegeben, wie einst Boris Becker auf seinem geliebten Rasen. Matchball Wang zum 16 zu 21, 21 zu 10 und 21 zu 17 Erfolg. Das war's. Ja, im Endeffekt hat sie am Ende einen Tick, ja, länger die Geduld bewahrt, den Ball reinzuspielen. Und mir ist taktisch nicht ganz gelungen, bis zum Ende das durchzuspielen, was wir eigentlich mit dem Trainer abgesprochen hatten. Aber ja, ich bin zufrieden, dass ich ins Finale gekommen bin und werde in Zukunft auch weiterhin angreifen. Und ja, es war ein tolles Turnier für mich. Yihan Wang wird zunächst mal weiter auf Turnierreise gehen dürfen. Und Juliane Schenk ist der Olympia-Qualifikation nun ganz nah.
Ja, 7 Teilnehmer bei Olympia in Peking, das ist das Ziel des deutschen Badmintonverbandes. Und möglichst eine bessere Bilanz als in Athen, wo kein deutscher Spieler über das Achtelfinale hinausgekommen war. Ganz anders die Olympia.